Hallo und willkommen zurück zu Resident Evil 4. So, Kapitel 4 ist dran, dann wollen wir mal. Du wirst den Heiligen Leib empfangen. Es beginnt jetzt. Schau Schon wieder. bald wirst du unserem Bund beitreten. Auf ewig meinen heiligen Segen teilen. Ist das tentakelig. Da hätte ich mir auch so ein japanisches Filmchen ansehen können, wenn ich das gewollt hätte. Ah, wieder nur ein Albtraum. So langsam reicht's mir mal mit denen. Wir sitzen anscheinend immer noch im Boot. Sehen sehr verwirrt aus, weil wir gerade untergehen. Zumindest ist sehr viel Wasser im Boot. Toll, und jetzt startet der Motor wieder auf einmal. Ab zur Hütte da hinten anscheinend. Na, schauen wir mal. Ein Fisch auf der Treppe. Vielleicht sogar zwei Fische. Da liegt ja noch einer. Condor One an Basis. Bitte komm. Condor One? Du warst 3 Stunden nicht zu erreichen. Alles okay? Ja, mir geht's gut. Kommt nicht wieder vor. Und die Kirche? Bin noch auf der Suche nach dem passenden Schlüssel. Verstanden. Pass auf dich auf. Ende. Also so gut scheint es uns nicht zu gehen. Aber wir können ja unseren Auftraggeber oder zumindest unsere Kontaktperson ein bisschen anlügen. Es hat noch nie jemandem geschadet. Vor allem, wenn wir dann infiziert zurückkommen und uns für die ganze Menschheit versauen. Naja, wer bin ich, das zu judgen? Ui, ui, ui. Wieder alles voller Blut hier. Eine Polizeimütze. Kann ich die aufsetzen? Wahrscheinlich nicht. Hier liegen aber auch coole Beile rum. Ich nenne das einfach mal Beil. Wieso kann ich das nicht als Nahkampfwaffe ausrüsten? Da würden die Zombies doch filetiert werden im Nu. Eine Handgranate. Genau das, was ich mir zum Geburtstag dieses Jahr wünsche. Im Mantel ist nichts drin. Irgendwas hier noch. Oh, das ist irgendeine Nonne mit schwarzem Tuch über der Rübe. Ich kenne das nur in weiß oder in sonstigen Stickmustern. Oh, wieso ist jetzt dunkel? Und wieso höre ich wieder Zeug? Okay, ich habe irgendwas gedrückt, anders als er das auch nachgeladen hat. Bin irgendwie an die Maus gekommen. Die hat noch so fancy Zusatzknöpfe. Scheint anscheinend auch belegt zu sein. So, hier ist doch bestimmt noch irgendwo ein Schatz oder zumindest eine Bärenfalle, in die ich reingehen kann. Na ja, gut. Also Geräusche höre ich auf jeden Fall schon mal. Damit bin ich nicht zufrieden im Moment. Oh, halt doch's Maul. Mach mir doch keine Angst. Ein Glück laufe ich hier mit Taschenlampe, dass mich jeder gut sehen kann. Komme ich hier durch? Nö. Na gut, dann lasse ich die Kultisten da mal weiter beten, singen, was auch immer. Hab schon bessere Rap-Formen gehört. Aber auch hier, wer bin ich, dass ich da judgen kann? Ja, mit dem roten Kraut. Ich habe das Gefühl, das wird sehr, sehr schnell gegessen werden von mir. Oh, da müssen wir uns ducken. Was war die Duckentaste? I. Na, das habe ich noch wunderbar im Kopf. I. Also über Deko lässt sich ja streiten und über Geschmack, aber das muss dann wirklich nicht sein. Lass das. Was bist du denn für ein hässliches Ding? Und du hast jetzt rote Augen, das mag ich gar nicht. Lass mal die Tentakeln stecken, Bruder. Dankeschön. Waffenrad, vielleicht braucht man ja doch eine Granate. Was zum Teufel? Ja, das frage ich mich gerade auch. Oh.
Mensch, ist das eine Blutverschwendung in dem Kult? Das ist ja ähnlich wie beim Roten Kreuz. Nee, sorry. Die machen einen guten Job. Aber nett sieht das hier trotzdem nicht aus. So, okay. Jetzt bin ich hier und da geht's weiter. Sehr schön. Können wir noch hier schönes Feuer betrachten. Da ist ein Feuer, da ist ein Feuer, da ist ein Feuer. Mensch, zumindest ausgeleuchtet sind die Sachen hier gut. Frag mich immer noch, was diese Holzsachen sind. Bestimmt Knochen und Zähne. Was man sich sonst so an die Wäscheleine hängt. Hier sehe ich gar nichts. Na gut, hab eine Taschenlampe. Jetzt sehe ich wohl doch was. Sind das nicht schöne Höhlenmalereien? Bestimmt alles von Verrückten gemacht. Was ist das hier? Ist eine gute Frage. Und ich weiß nicht, ob ich es rausfinden will. Eine Art Kultstätte. Oh, Messer scharf erkannt. Ist das der Schlüssel? Das Symbol von der Kirche. Hände? Komische Hände auf jeden Fall. Muss ich hier was reinlegen? Gleich das sechseckige Teilstück? Nö. Und hier wahrscheinlich auch nicht. Obwohl Teilstück A in die linke Hand. Immer noch nicht. Na gut. Dann müssen wir erst was finden, was wir da in die Hände geben können. Vielleicht müssten das ja Rubine oder sowas sein. Und ich verkaufe die alle. Das ist der See. Ja, nur das Monster ist jetzt ein bisschen toter. Die beiden Orte untersuchen. Ich bin kein Arzt. Wie soll ich die denn untersuchen? Die Orte könnten sich zumindest ein bisschen obenrum freimachen. Damit kann ich dann was anfangen. Hab das Gefühl, ich krieg demnächst wieder so ordentlich aufs Maul. Alter Wegschreinschlüssel. Der sieht aber fancy aus. Wofür auch immer wir den brauchen. Oh, hier ist ein Seil. Oh, Schritte. Hör mal auf damit. Ja, mit der Pistolenmunition. Seid doch alle mal leise. Hier ist noch ein Boot. Dann wollen wir wohl mal. Ich darf frei herumfahren. Mit BASD. 100 Peseten. So. Ran an den Steg. Oh, so ein Steak hätte ich jetzt auch gern. War mal hier schon? Ich glaube nicht. Wäre aber nicht untypisch für mich, einfach am Startort wieder rauszukommen und es zu verchecken. Aber Piseten hätte ich auf keinen Fall übersehen. Denke ich zumindest. Eine große Kette. Wir können wahrscheinlich ein bisschen schneller hier rumlaufen. Ein Seidenkristall. Wird ja immer besser in der Episode. Hier haben wir hoffentlich was anderes als eine Viper. Ein kleiner Schlüssel. Und der passt sogar. Eine Taschenuhr. Und mehr ist hier nicht. Doch, nach oben geht's auch. Leitern übersehe ich öfter. Was ist denn das für eine weiße Schlonze? Boah, jetzt sind wir wieder beim Händler. Okay, wir sind zum Händler zurückgefahren. Kann man auch mal machen. Wir schauen einfach. Halt dich schon mal fest. Neue Ware. Im Angebot, Fremder. Messer ist repariert. Auch ein Messer hin und wieder etwas Pflege. Könnte zwischen Leben und Tod entscheiden. Nachladegeschwindigkeit oder Feuerrate. Ich würde erstmal sagen, Magazingröße nach oben. Für diese Arbeit braucht es Fingerspitzengefühl, Fremder. Ja, ist hier gut. Auf die Details kommt's an. Wirst schon sehen. Na dann, was kann ich für dich tun? Preisreduzierte Ware. Ich garantiere dir, du wirst deine Investition nicht bereuen. Halt doch mal die Backen. Der ist echt eine Labertasche.
Preisreduzierte Ware. Rabatte sind nur in deinem jeweiligen Kapitel gültig, in dem sie erscheinen. Minenaufsätze, ein Sonderangebot. Ist das nicht toll? Und wir haben eine neue Koffererweiterung und einen Raketenwerfer könnten wir auch haben. Das ist toll. Vielleicht kann ich ja was verkaufen. Eine Taschenuhr. Ja, und den Seidenkristall. Weg damit. Ich habe nur die feinste Ware im Angebot. Ja, ist recht. Minenaufsätze ermöglicht, was ich derzeit habe. Schnauze ermöglicht die Herstellung von Minenaufsätzen aus Rohstoffen und Schießpulver. Das ist doch toll. Raketenwerfer, dafür fehlen uns die nötigen Peseten. Na gut, Minenaufsätze her damit. Viel Spaß bei der Zubereitung. Jo, dir auch. Und 20.000 für die Koffererweiterung. Yeah. Gut. Dann wollen wir hier mal nach unten. Und dann steuern wir mal einen Ort an, wo die Leute nicht so gern mit mir reden. Kleine Quasselstrippe da oben. So. Ne, komm schon. Bin ich nicht wunderbar hier im Navigieren vom Boot? Was ist das hier denn? Kommen wir da auch hin? Ich bin gut im dämliche Fragen stellen, aber nicht im Boot fahren. Okay, hier kommen wir auch nicht hin. Doch, hier. Gerade so die Sequenz erwischt. Oh, hier sind wieder unheilvolle Klänge. Keine Chance. Okay, hier kommen wir gar nicht durch im Moment. Aber vielleicht kommen wir hier weiter. Weiß auch nicht, ob ich hier... frei erkunden sollte. Ja, ist hier gut. Bam, voll ins Gesicht. Nein, 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 du entwickelst dich nicht weiter. Ja. Opa mit einer Axt. Danke, dass der Dynamit gezogen hat. Das war dann einfach, beide auszuschalten. Mit nur einer Kugel. Oh, für eine Blendgranate kein Platz mehr. Ich müsste echt was verkaufen. Nein. Bleib mal stehen. Wieso hast du dich denn sofort entwickelt? Ich mag euch doch nicht. Muss nachladen. Ist ja recht. Wieso hinter mir? Hat er einen Molotow geworfen? Oh, ich habe keine Pistolenmunition mehr. Wie ist mir das denn passiert? So, Schrotflinte. Muss man, glaube ich, von nah machen. Ja. Das sah effektiv aus. Entwickelt er sich auch? Ich hoffe mal nicht. Ja, mit der Pistolenmunition. So, dann Pistole auf der 1, wieder 20 Schuss. Das ist doch wunderbar. Zumindest höre ich aktuell nichts, das gefällt mir. Kein Spanisch und kein Gefluche. Oh, ich weiß nicht, ob ich hier richtig bin. Vielleicht hätte ich auf die Karte schauen sollen. Und jetzt höre ich auch wieder was. Ach, das kann nichts Gutes heißen. Hast du die mal mit? Ui. Bleib mir fern. Ein Glück hat er nicht getroffen. So, Nahkampf. Oh, der ist einfach runtergefallen. Oh nee. Oh nee. Du entwickelst dich jetzt auch? Nö.
Gut. Ah, ich mag meine Schrotflinte. So. Unten ist noch ein unfreundlicher. Hier erstmal die Kiste aufmachen. Flintenmunition. Hier komme ich nicht rein. Warum denn das nicht? Das ist doch doof. Oh. Das war verschwendete Munition. Ach, hier ist so ein Rätsel. Ich kann nicht sagen, dass ich weiß, wie man das löst. Ich kann Space drücken. Ach, das muss ich in der Reihenfolge drücken. Vielleicht wie ein Memory? Nö. Ich schätze mal irgendwo. Keine Ahnung. Steht ja irgendwo vielleicht wieder dran. So, hier wollen wir runter. Ein Schatz hinter uns. Irgend Spanier ist vor uns. Da ist er ja. Ha! Schleichen klappt also. So, vielleicht hier noch irgendwas in der Grotte drin. Ja, mit den Piseten. Und grünes Kraut. Dann müssen wir aber zuerst mal was craften. Sonst habe ich keinen Inventarplatz. Also. Kräutermischung aus Grün und Rot. Hilft einem in der Not. Gut, die haben wir aufgesammelt. Und gelbes Kraut. Und dann haben wir... Kann man aus zweimal gelbem Kraut was machen? Nee, aber wir können Grün und Rot nochmal mit Gelb vermischen. Oh, das mache ich eigentlich ungern, weil das ist dann so wertvoll. Dann will ich es nicht einsetzen. Ja, müssen wir mal vielleicht doch zum Händler und was verkaufen. Oder einlagern. Ich glaube, das funktioniert da auch. Ist ja gut. Das sehe ich auch so. So, nachflinten munitionieren, nachladen. Ja, das hat doch schon ganz gut geklappt hier. Ich glaube, da war ich ja gerade oben. Ja, da sind noch die Leichen. Okay, hier sind ja diese gelben Teile, die auch auf den Druckknöpfen sind. Nur welche muss ich drücken? Also ich schätze mal die da. Und dann... Hier ist auch noch ein Symbol. Dann die DNA. Und dann wahrscheinlich das hier. Erkenne ich leider nicht gut, was das ist. Okay, die komischen... Keine Ahnung. Kann ich nicht mal abstrakt beschreiben. So, die Reihenfolge wissen wir natürlich nicht, aber das können wir ja rausfinden. Also, was war das Erste? Ah, ich habe schon wieder vergessen, wie die aussehen. Die ersten waren das da. Die zweiten... Da will ich jetzt nichts Falsches machen. Waren die da? Und die dritten waren definitiv die Dinger. Ja, so viel zu definitiv. Okay, so ein Ding nach oben und den, und das erste war, weiß nicht, ob es das erste oder das letzte ist, wer mal schon drauf kommen. Na, da ist es. Okay, diese, was auch immer mit einem Football daneben. Und dann, ja, keine Ahnung, wie ich das beschreiben soll. So eine halbe Sanduhr und wieder so ein Football, der aufrecht steht. Ah, okay. Das heißt, das als erstes. Das unten als zweites. Das ist zumindest der Football, der aufrecht steht. Aber auch nicht nebeneinander, sondern irgendwie...
Entweder das untere oder das hier. Ich schätze mal, können wir mal ausprobieren. Und dann das da. Sehr schön. Hab ich ja mal was hinbekommen. Kopf des Abtrünnigen. Okay. Muss ich das vorne irgendwie in die Steinstatuen stellen? In diesem Kultbereich. Ich habe keine Ahnung, warum ich jetzt den Kopf mit mir rumschleppe. Ist vielleicht irgendein Artefakt. Was? Wo kommst du denn hier? Ja, ich auch. Ich habe doch nachgeschaut. Wie hast du das überlebt, Kollege? Nein, 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 nein. Du bleibst tot. Da wollen wir nichts riskieren. So, das geht jetzt hoffentlich auf. Auch hier bin ich der Meinung, das hätten wir durch eine schlanke Hand von der anderen Seite lösen können. Wir gehen mal zurück ins Boot. Da fühle ich mich zumindest ansatzweise sicher. So, schauen wir mal auf die Map. Wo müssen wir überhaupt hin? Ja, Höhle mit Malereien. Schlüssel für die Kirche. Ist das nicht schön? Das heißt, ich bin etwas falsch. Wir müssen zwei Stege zurück. Na komm, na komm. Rum, rum. Na gut. Wenden in drei Zügen. In der Fahrschule lief das bei mir aber ein bisschen besser. So, ich schätze mal, das ist der richtige Steg. Ja. Aber ich dachte, hier kommen wir dann zum Händler. Nö, das war anscheinend. Doch. Eventuell doch. Ah, nee, das war ja das erste, wo wir waren. Nee, gut. Einmal nach links und dann müsst hier ein Schlüssel für. Achso. Kopf. Das sah doch schon gut aus. Okay, dann müssen wir was Zweites finden. Und was willst du, dass ich durchsuche? Die beiden Orte untersuchen. Welche beiden Orte? Hier ist definitiv der Händler. Hier ist definitiv nichts. Was ist denn das Blaue hier? Spiel, sag mir doch, wo ich hin muss. Vielleicht hier. Da ist zumindest ein blaues Medaillon. Steht auch hier drin, was das Blaue ist. Nein. Wäre auch zu schön gewesen. Habe ich irgendwie einen Questlog oder so? Entführte Personen finden. Hintergrund, ja, bla bla bla. Aufzeichnung, Händlertipps. Hilf mir doch alles nicht. Oh, das kann doch nicht so kompliziert hier sein. Hier ist noch eine Nebenquest. Und die Siedlung am See, da kommen wir ja her. Okay. Welchen Ort muss ich denn hierfür? Ja, das geht immer noch nicht, das geht immer noch nicht. Hätte ich mal aufgepasst, was ich hier mache. Zumindest der Kopf passt, ja. Bootschuppen haben wir auch schon gemacht. Dann hier kommt man zum Händler. Hier ging es noch einen Tick weiter. Alternativ müssen wir halt hier hin, obwohl wir sind ja von da, ich glaube, zur Siedlung am See. Ah, Wandmalerei markierte Stelle. Da hinten müssen wir hin. Na gut, dann auf zum See. Dachte, es leuchtet auch gelb. Hat mich wohl auf eine falsche Farbe verlassen. Das passiert auch öfter. Her mit dem Auftrag. Bring mir bitte jemand ein seltenes goldenes Hühnerei. Was ich damit vorhabe? Sagen wir mal so, manche Dinge will man lieber nicht wissen. Oh, der will sich's in den Hintern schieben. Wäre jetzt meine Assoziation. Wenn er schon so geheimnistuerisch da herredet. So. Hier müsste es dann irgendwo sein.
würde ich mal stark annehmen, dass wir zur Burg vor uns müssen. Ist es schön, dass hier kein Seeungeheuer mehr ist. Nur noch schöne Fässer, die man looten können. Glaube, ich habe den Eingang gefunden. Und da ist auch das Symbol oben. Ja, da ist es. Bin also mal wieder auf dem richtigen Weg. Ein Barsch, noch ein Barsch. Einfach F drücken zum Anlegen. Ist eine tolle Mechanik. Vor allem, wenn sich das Boot so steuert wie Arsch. Also das ist keine angenehme Erfahrung da drin. Zumindest nicht mit Maus und Tastatur. Okay, wir haben diese drei Dreien. Dann haben wir Fässer. Piseten und Rohstoffe. Kann ich eigentlich noch mehr Pistolenmunition machen? Die Antwort ist ja. Und meine Reaktion ist juhu. Weil da braucht man ganz viel von. Dachte, ich könnte gerade an dem Seil ziehen und irgendwie läuten. Scheint nicht der Fall zu sein. Oh. Hätte ich mir hier was merken sollen oder waren es tatsächlich nur die drei Dreien? Also die drei Dreien sind hier, aber... was haben wir denn noch? Wir haben eine 3 mit Dolch drin, so wie es aussieht. Und hoffentlich war das nichts, was auf den Fässer stand. Die haben ja auch so gelbe Markierungen. Das würde ich jetzt nicht mehr zusammenbringen. Ne, da oben ist noch was. Ein Football. So, was ist jetzt die Reihenfolge? Ich schätze mal... Ja, ich schätze mal, hier fängt es an. Die drei Dreien. Der Dolch und der Football. Probieren wir es. Dreien. Dolch. Sehe ich jetzt gar nicht. Das ist aber blöd. Ich schätze mal... Ah, doch, das könnte sein. Und Football. Einzelner Football. Keine Ahnung, das da. Nö. Dann rein. Dann das da. Und vielleicht das da. Nö. Gut, dann schauen wir nochmal das dritte genauer an. Kann ja auch sein, dass die Reihenfolge jetzt völlig miserabel gewählt wurde. Okay, das ist definitiv so ein Ding. Will nicht ins Wasser fallen. Das Ding ist auch klar. Noch komme ich irgendwie eine Treppe hoch? Fische machen Lärm. Das beunruhigt mich. Das ist definitiv... Kann ja nur sein, dass die Reihenfolge falsch ist. Wir probieren es mal mit dem Großen zuerst. Also mit dieser komischen 3, wo Mist drin ist. Dann links davon. Diese Wellenlinien. Und dann sieht halt alles ein bisschen ähnlich aus. Ich würde sagen, das da. Nö. Dann Bruteforcen wir das mal. So, nach unten. Nö. Dann nochmal. Irgendwann muss ich natürlich cutten. Wenn ich es nicht rauskriege zur Lösungsversion. Das werde ich wahrscheinlich auch gleich machen. Soll ja weitergehen in der Story. Soll ja hier nicht so blöd sein. Also das sind definitiv die Squiggly Lines. Vielleicht gehen wir doch erstmal nach oben. Hab die Leiter gerade entdeckt. Oh, hier ist noch so ein Fackel mit einem Arm. Oh, ich kann keine Rohstoffe mehr mitnehmen. Doch, kann ich. Ja, damit. Aha. Hier ist ein Buch. Hier ist ein Tor. Komme ich leider nicht durch. Weil ich mich mal wieder anstelle. Kann ich irgendwie auf einmal sehen, was das ist. Also da ist zumindest dieses Teil nach unten. Teil nach oben. Das Teil... Spiel, was willst du mir sagen? Dann behalten wir mal die Reihenfolge...
bei, die ich vorhin hatte. Zuerst die Squiggly Lines. Dann das da. Und dann sah es doch vielleicht sogar aus wie das da. Ja! Sehr schön. Kopf des Gotteslästerers. Mit schönem Blut verpackt. Oh. Ich und mein Rohstoffproblem. Das sind aber auch große. So. Meine Tarkov-Erfahrung hilft mir hier weiter. Eher mit den Piseten. Eher mit der Gewehrmunition. Und hier mit was auch immer da drin ist. Sechseckiges Teilstück C. Jetzt fehlt noch das sechseckige Teilstück B. Wo auch immer das ist. So, das machen wir auf. Falls wir irgendwann zurückkehren müssen. So, einmal nach unten. Und dann wieder in das Boot. Den Film müsste ich auch mal sehen. Ich glaube, hab den nur als Kind mal ganz kurz gesehen. Das soll ja ein richtig guter U-Boot-Film sein. Was ist denn hier links? Ist da ein goldenes Hühnerei vielleicht? Schau mal nochmal kurz nach. Die Zeit muss sein. Es sind auf jeden Fall viele Hühner. Und wir haben so gar keinen Platz mehr. Ich könnte noch Bolzen machen. Dann wären zumindest hier die zwei Messer weg. Machen wir mal die zwei Bolzen. Oder zumindest hier Bolzen. Gut, jetzt haben wir wieder Platz für Eier. So, Hühnerei. Ein braunes Hühnerei. Ein braunes Hühnerei. Ein goldenes Hühnerei. Wunderschön. Wird beschlagnahmt. Ja. Es wird in den Hintern gesteckt. Ja, nicht in unseren, sondern den vom Auftraggeber. Ein Seidenkristall wieder. So, die Hühner lassen wir schön am Leben. Solange die schön nachlegen. So, müssen wir jetzt erst zum Händler. Wem müssen wir das Hühnerei überhaupt geben? Wieder so viele Fragen, ich weiß. Bootschuppen war hier, Höhle ist dahinter. Und Händler müsste ja hier auf der rechten Seite dann gut erreichbar sein. Also wir fahren einmal hier zum Händler. Ist hier recht. Das Boot will nur nicht ganz so, wie ich will. So, hoffentlich akzeptiert er das Ei. Die Arbeit hoch. Willkommen. Ja. Na dann, was kann ich für dich tun? Wir haben eine elegante Maske. Nee, wir können die elegante Maske kaufen. Kann mit Edelsteinen kombiniert werden. Ach, dann kriegt man nur Gold dafür. Roter Beryl, Schatzkarte lohnt sich natürlich irgendwann auch. Na gut. Ein kostbares goldenes Hühnerei. Bei Verzehr stellt es eine große Menge Gesundheit wieder her. Okay, eins müssen wir verkaufen für den Abschluss der Quest. Sein Kristall auch weg. Und ansonsten... die Blendgranaten könnte man echt einsetzen. Tut mich schwer, die zu verkaufen. Die Hühnereier könnte man zwar auch essen. Die verkauft man lieber. Louis Sira. Hä? Wieso kann ich den denn verkaufen? Sind das Informationen über den? Habe ich den im Inventar? Keine Ahnung. Das ist mein Talisman. Den behalten wir. Das wollte ich sehen. Wäre beinahe schief gegangen. Arbeit. Ja, danke. Ja, und dann wahrscheinlich die Koffererweiterung. Größe. Aber Größe ist ja bekanntlich nicht alles, nicht wahr? Bei Penissen generell schon. Habe ich gehört. Erste Hilfespray lass mal da, Punisher lass mal da. Meine Waren sind in einem Top-Zustand, das versichere ich. Ja, ich glaub dir. Was kaufen wir denn jetzt Schönes? Wir können auch mal sparen, aber das ist so gar nicht das, was ich vorhab. Wir können was tunen.
Messer reparieren. Ja, warum nicht? Und die Schrotflinte können wir vielleicht ein bisschen Magazingröße erweitern. Wohl, aktuell komme ich damit klar. Eine Waffe, den eigenen okay, wir ersparen mal Geld. Hat etwas Künstlerisches, nicht wahr? Wäre das dann alles? Gut, wir haben Spinels bekommen. Schulterstütze. Und eine elegante Maske können wir dann... Die Jahre sind wohl nicht spurlos an uns vorbeigegangen. Ja, halt doch mal die Backen. Ein schwarzer Aktenkoffer aus Metall erhöht die Wahrscheinlichkeit, Rohstoffe L zu finden. Dann sparen wir darauf. Ich habe eine angenehme Reise. Ja, tschüss. Gut so. Wir speichern jetzt erstmal. Habe ich vorhin einfach ignoriert, dass wir das können. Aber da wir jetzt zwei Köpfe gefunden haben, wird es, glaube ich, Zeit, mal den Fortschritt hier festzuhalten. Und dann gehen wir jetzt den Kirchenschlüssel holen. Na komm, rum. So. Das war richtig hier, ja. Auf zu den zwei Handsäulen. Gut, aktuell höre ich keine Zombies hier. Das erfüllt mich mit Freude. Hier geht's lang. Ich glaube, wenn ich hier was mache, dann erfüllt es mich nicht mehr mit Freude. So, hier. Kirchensignie. Sehr schön, haben wir die bekommen. Ich höre noch kein Geholter und Gepolter. Condor One an Basis. Hab den Schlüssel für die Kirche. Verstanden. Dann schnell zu Baby Eagle. Ja, reden wir später. Ich mach mich auf. Condor One Ende. Gut, dann zum Baby-Igel. Jetzt habe ich Schritte gehört. Ist egal. War vielleicht nur ein Echo. Oder meine Paranoia. Beide sehr wirksame Soundquellen. So, die Kirche ist da. Das heißt, wir müssen vorne links anlegen. Denke ich einfach mal. Kann nicht so verkehrt sein. Ich glaube, dann kommen wir aber auch wieder zum Händler zurück. Kann ich theoretisch einfach auf die Fische hier schießen? Die bringen ja auch Gesundheit. Also auf den konnte ich's. Muss kurz nachladen. Da ist ein fetter Fisch. Ja, mit den Fischis. Oh. So, den müssen wir noch treffen. Sehr schön. Rein ins Boot. Damit wir den Loot jetzt auch aufheben können. Na komm. Ja. Das klappt. Einmal kurz umdrehen. Umdrehen. Komm, den fetten. Den kann ich nicht aufnehmen. Doch, ich wette, wenn ich hier Platz mache, kann ich alles aufnehmen. Und nein. Ich wollte noch den einen Fisch. Den müssen wir auf jeden Fall holen. Er hat noch Bolzen von mir. Ich glaube, die Bolzen sind weg. Das haben sie ganz in Ordnung gemacht. So, hier. F und hier F. Na komm. Mist. Jetzt aber. Sehr schön. Haben wir auch richtig viel Barsch für unseren Hunger. Hier war ich ja schon drin. Wieso habe ich die Pistolenmunition da nicht mitgehen lassen? Mensch, mir kann man auch nichts mehr anvertrauen. Ich schätze, das ist richtig. Ja, hoffe ich, dass ich richtig schätze. Oh, hier ist wieder so ein Rätsel. Okay, ein Teilstück fehlt noch. Haben wir zumindest rausgefunden, wo das hinkommt. Ist hier ein Zombie drin? Nö, gut. Dann einmal die Treppe hoch. Treppe? Leiter. Was auch immer, wenn ich sie treffe, wär mal hochklettern. Schritte links. Nö, gut. Da hätten wir direkt zum Händler gehen können. Und die andere Seite raus. Weil das ist ja jetzt auch nur ein Umweg zum Händler.
Ja, da war ein lautes Geräusch. Aber das ist der falsche Weg. Da haben wir ja den Treibstoffkanister her. So, das müsste dann der richtige Weg sein. Komm mal direkt beim Händler raus, was soll's. Glaub aber, ich habe meine Bolzen nicht zurückbekommen. Das tut mir ein bisschen leid. Die sind so teuer im Crafting. Ja, ja, Händler und dann einmal jetzt den anderen Ausgang. Wir wollen ja schließlich mal unsere Beichte ablegen. Ja, mit dem Zeug. Egal was es ist, ich will's. Es sei denn, es sind Viper, die kann das Spiel behalten. Rohstoffe. Mensch, ich bin letztes Mal aber überall vorbeigelaufen. Funktionierst du da? Tatsächlich. Oh, Schmetterlingslampe. Mensch, das ist ja ein toller Schatz. Shit. Nein, nix Las Plagas. Ich brauche Handgranaten. Ach du Scheiße! Ja, das wollte ich gerade auch sagen. Wo haben sie den Troll denn hier? Brauche. Vier. Ich panike. Granate. 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 Oh, das macht dem aber nicht viel aus. Ja, und jetzt? Granatentod. Blendgranate. Hilft das irgendwas? Wie kriege ich das Vieh denn down? Nachladen auf jeden Fall mal. Ey. Muss ich auf die Dinger da zielen? Oh, der Wolf ist da, dem ich geholfen habe. Ey. Au, 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 au. Lass das mal. Und wie treffe ich das da oben, wenn der sich so rum... Shit. So viel Munition verballert. Na komm. Ja! Wie komme ich da hin? Nahkampfangriff. Mach's tot. Tot, 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 tot. Schneid's doch einfach ab, Mann. Weg hier. Oh, schön, der Hund hilft mir. Oder hat Hunger und beißt mich auch tot. Oh, danke schön. Nein! Hundi, überlebt es. Du willst helfen? Kommt mir ganz gelegen. So gefällt mir das. Ja, mir auch. Hör auf zu zappeln. Die trefft doch nicht. Oh je. Nachladen. Nachladen. Oh nee. Oh nee. Oh nee. Weg hier. Jetzt mach's fertig. Ich hab kaum noch Munition. Schneid das doch wirklich einfach ab. Deswegen dürfen wir wahrscheinlich keine Schwerter oder Messer mitnehmen. Weil das Spiel dann keinen Sinn mehr machen würde. Oh, ich sehe nichts. Aber ich spüre was. Oh. Inventar, Inventar. Oh, beinahe verkackt. Benutzen. Komm schon. Nachladen. E fürs Ausweichen. Hat nicht geklappt, würde ich sagen. Oh, trifft doch einfach.
Ja! Wie oft muss ich das denn machen? Okay. Das sieht doch gut aus. Hui! Ein großes Kerlchen. Scheiße, Mann. Beinahe wäre ich als Briefmarke geendet. Kann ich dem Hund danken? Okay. Jetzt aber zur Kirche. Komm schon. Erstmal looten. Wo ist das Hundi? Da ist er ja. Dankeschön. Ah, das gefällt mir. Mir gefällt es aber nicht, dass ich so viel Munition jetzt geopfert habe. Und mein schönes Helf-Item. Zucht-Tagebuch. 6 Monate. Seine Zähne kommen gerade erst durch und doch schiebt er sich alles in seiner Nähe in den Mund. Das ist ja wie bei mir damals. Es kann noch nicht laufen, hat aber einen Hund im Ganzen verschlungen. 9 Monate. Es überragt mich bereits, doch es wächst weiter. Das Gemeindehaus wird ihm zu klein. 10 Monate. Selbst nachdem ich es in den Steinbruch gebracht habe, wächst es noch. Mittlerweile verschlingt es eine Kuh in nur 3 Tagen. 13 Monate. Es kann mit unserer größten Axt herumwedeln, wie mit einem Zweig. Und heute hat es beinahe einen der Männer aus dem Dorf verschlungen. Es bekommt nicht genügend Futter. 17 Monate. Es sind nur noch wenige Kühe übrig. Wenn das so weitergeht, verhungert das ganze Dorf. Ist auch interessant, dass dieses Riesenvieh einfach an der Hungersnot schuld ist. Wir haben bei der Burg um Hilfe gebeten und sie haben die Kreatur mit einem Zauberspruch ins Schlaf versetzt. Hoffentlich wacht sie so schnell nicht wieder auf. Ja, jetzt schläft sie für ewig, hoffentlich. Nicht, dass die irgendwen wiederbeleben können. Mensch, da hat er aber wirklich die ganzen Kühe verschlungen. So, irgendwas anderes noch zum Looten? Hier auf jeden Fall. Ein Küchenmesser, noch ein Küchenmesser. Grünes Kraut, Pistolenmunition. Oh, rotes Kraut kann ich gar nicht mehr aufnehmen. Dann machen wir am besten einen Trank ganz kurz. Beziehungsweise einfach so eine Kräutermischung. Grün und grün. Sollte passen. Rotes Kraut aufnehmen. Und Handgranate. Die brauche ich wieder. Hab alle meine verschwendet. Ich glaube, das hat gar nichts gebracht. Und du hast nicht zufällig noch ein paar Peseten in deinen großen Taschen? Nee, sieht nicht so aus. Gut, dann müssen wir tatsächlich noch mal craften. Ich glaube, wir können... Ah, ich habe gelb und rot. Habe ich nicht gerade meinen Koffer erst erweitert? Wieso ist der denn schon wieder voll? So, Pistolenmunition. Ah, machen wir mal Flintenmunition. Warum denn nicht? Bolzen können wir auch noch mal machen. Ja, jetzt haben wir wieder ein bisschen Platz. So, alles schön nachladen. Bevor Feinde kommen. Gehe ich überhaupt den richtigen Weg? Wir werden es gleich rausfinden, fürchte ich. Ja, hier ist die Schubkarre. An die erinnere ich mich noch. Und an die Springfalle auch. Und an das furchtbare Stelzendorf, wo die Feinde nicht aufgehört haben nachzukommen. Mal jetzt sind keine da. Aktuell sieht es noch gut aus. Bin überrascht. So, aber jetzt wird es Zeit für die Kirche. Weg mit euch Sündern. So ungefähr. Achso. Das war nur ein Wegweiser. Oh. Wieder einer von den britischen Hunden. Wenn man vom Gesicht aus... Ja, ich schätze, ich muss auf irgendwas bei dir schießen. Ich weiß echt nicht auf was. Entweder auf das Tentakel-Ding oder auf die Rübe. Ich habe jetzt so eine Mischung gemacht, weil ich mich nicht entscheiden konnte. Ich glaube, bisschen nach. Gelbes Kraut, das die maximale Gesundheit erhöht.
Die Gesundheitserhöhung hängt davon ab, mit welchen Komponenten es kombiniert wird. Kann nicht allein verwendet werden. So ein Pech. Kann ich einen Barsch essen? Ja, wunderbar. Ah, müssen wir öfter angeln gehen. So, rein mit dem Siegel. Ist das nicht schön? Unsere Kirchen waren immer leichter aufzuschließen. Aber da war auch kein verrückter Kult drin. Zumindest nicht so verrückt. Ashley Graham? Ashley! Sag doch was, Ashley. MP-Munition. Und ein Buch. Und grünes Kraut. Da können wir jetzt aber so eine grün-rote Mischung machen. Ja, komm. Und grün-gelb können wir nicht machen, weil wir halt nicht genügend Grünes haben. Wir haben hauptsächlich Gelbe im Inventar. Loot, Loot, Loot. Peseten und Schießpulver. Na, rechts von mir sieht das ein bisschen aus wie ein Geheimgang. Also hier muss ich den Kronleuchter irgendwie bewegen, anzünden. Ich glaube, da ist eine Wand hinter. Zumindest tingelt mein Spidey-Sense oder mein Introvertiert-Sense. Das ist aber mal ein Krückstock. Bolzen. Könnte man eigentlich ausrüsten, den Bolzenwerfer. Da kriegt man die meiste Munition zurück. Okay, bevor wir zum Altar in die Mitte gehen. Ah, okay. Hier kann ich nicht mit interagieren. Zumindest im Moment nicht. Irgendwas hier noch. Würde gern die Taschen durchwühlen. Man weiß nie, was man da drin findet. Eine schöne Ming-Vase. Könnte man auch mitnehmen. Für viel Geld verkaufen. Ein kleiner Schlüssel her damit. Kann ich die Vasen kaputt machen? Ja, nee, kann ich nicht. Ein Bolzen kriegt man dafür. Wieder dieses komische Symbol. Kann mit dem Altar nichts machen, dann wollen wir mal den Hebel ziehen. Oh. Mensch, für einen Kult sind die aber ordentlich hier am Denken und Tüfteln. Ich schätze mal, das muss ich benutzen. Ah je. Und jetzt muss das ein gutes Bild ergeben. Und was willst du von mir, Spiel? Ich habe doch keine Ahnung. Ich schätze mal, der Krempel kommt irgendwie so hin. Oh je, das wird dauern. Das wird dauern. So. Noch sehe ich nicht, was das ergeben soll. Muss ich einfach die freien Flächen ausfüllen oder muss ich was Ordentliches mir dabei denken? Na, das sieht fast so aus, als ob es miteinander passen will. Kann ich die nicht einfach alle richtig rumdrehen und dann passt das? Anscheinend nicht. Ich muss hier mir das mal. Komm schon, irgendwas muss da doch funktionieren. Nein. Vielleicht so. Nein. Dann drehen wir nochmal das Rote, das kann nicht schaden. Also wirklich keine Ahnung. Leuchten die, wenn ich was richtig mache? Nee, nur das Selektierte leuchtet. Das scheint jetzt aber annähernd zu passen. Drehen wir nochmal das Blaue. Na komm. Irgendwie wäre schön, wenn zumindest das erste einrasten würde. Okay. Wir gehen mal davon aus, dass das Grüne passt. Dass das Blaue jetzt passt? Nee. So, jetzt drehen wir das Rote. Ne? Passt? Ah. Ja,
Jetzt müssen wir alles nur noch um 180 Grad drehen, so ungefähr, und dann passt es. Dann kommt tatsächlich auch die Figur raus. Also dann wollen wir mal. So, ihr nehmt mal an, dass das jetzt passt. Gut, dann jetzt dann das Grüne. Auch so eine Halbrotation. Ja, fast hier. Ups. So, das Grüne passt jetzt haargenau, würde ich sagen. Dann schauen wir, ob wir das Blaue noch reinkriegen. Ja, sieht fast gut aus. Gut, dann das Rote nochmal nachjustieren. Da haben wir es. War doch gar nicht so schwer. Naja. Wir haben es zumindest in endlicher Zeit hinbekommen und das freut mich. Also, soll ich wieder rufen? Ashley! Ashley! Wieso will ich jemanden retten, der mir nicht antwortet? Ashley! Bist du hier? Ashley! Look at me! So. Ashley! Bist du hier? Ashley? Ashley Graham, bist du hier? Lass mich gehen! Hör zu! Ich nehme das als Ja. Beruhig dich! Ich bin Leon. Ich bin auf Befehl des Präsidenten. Na toll. Ah, wieso haut die denn jetzt ab von mir? Ohne dass ich das Zimmer looten konnte. Hey, ist gefährlich draußen. Du musst mir zuhören. Was ist das? Da drüben? Das ist eine gute Frage. Ergreift sie. Die Schäflern entkommen. Nein, bleib doch auf dem Friedhof. Erlösung. Danke, ich hab noch Erlösung daheim. Toll, und jetzt habe ich noch eine Handgranate. Na gut, aber das Kapitel ist erstmal zu Ende. Und damit ist die Episode zu Ende. Ich bedanke mich fürs Zusehen und ob ich das schaffe, sehen wir beim nächsten Mal.